Ich muss mir für die nächste Aufnahme direkt mein Voodoo mal wieder anmachen auf dem Parler. Wieso? Zum Heilen? Nee, auch allgemein. Weil ich ein paar Sachen damit mittlerweile auch auf die Kurztasten gelegt habe. Ja, ist doch ganz praktisch, ne? Auf jeden Fall. Vor allem kann ich dann mal ganz schnell irgendjemanden eine Handauflegung oder sowas geben. Wobei die beim Tank hauptsächlich für einen selbst reserviert ist. Ja. Gelegentlich mal für den zweiten Tank, wenn man im Raid ist. Ja, also ich habe mit meinem DD-Pal auch Hugo angemacht für ja, Handauflegung oder Mini-Bubble. Hand der Aufopferung ist noch ganz wichtig. Ja. Wenn es denn sein muss, sag ich mal. Ja, mit Glyphe rein und dann im Tank geben. Hat der Tank nochmal einen zusätzlichen 30% CD. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die sich bewegende Weihe ist sowas von praktisch. Will ich gar nicht mehr andersrum haben. Ups. Was ups? Warst schon wieder versehentlich gepult? Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Wie du siehst, nicht. Ich hab's selber erraten. Aber gut, ist fast nicht aufgefallen. Ich wollte die eh grad pullen. Und der Heiler kriegt's irgendwie besser auf die Reihe, mich am Leben zu halten, als der letzte. Ja, der war ein bisschen verpeilt, glaube ich. Also in dem Levelgebiet zu heilen, ist nicht wirklich schwer. Nicht mehr. Ich bin ja mal gespannt, was sie dann mit diesen diesen Zeitwanderer-Dungeons machen wollen. Das finde ich, wird ein interessantes Feature. Mal gucken. Ich erwarte nicht mehr allzu viel von Blizzard. Weil so wie ich es mir vorstelle, das wird sowieso nicht, also lasse ich lieber bleiben. Ich lasse mich da lieber überraschen und kann dann sagen, hey, geiler Scheiß. Bevor ich sage, das hätten sie aber auch besser machen können. Wer einen Vibe erwartet, wird nicht enttäuscht. Einer der wahrsten Sprüche in den Glückskarten. Oh ja. Ja, aber ich meine, also von Astron hatte ich mir eigentlich was anderes erwartet als das, was da dabei rausgekommen ist. Gut, Astron war ich noch nie, kann ich nicht wirklich was zu sagen. Ist PvP-Gebiet, da gehe ich nicht hin. Ich hatte mir das halt so vorgestellt, dass das halt einfach ein PvP-Gebiet ist, offen ist, wo man sich halt klatschen kann und Punkte sammeln kann und so, ne? Aber was die da draus gemacht haben, keine Ahnung. Das Ding nehme ich mir mit. Meins! Keine Erbstück-Halskette? Nö, hab ich mir gespart.
findest du ja doch ganz praktisch. Man hat immer einen Heiltrank dabei. Kann sein, dass ich mir die in der Zwischenzeit sogar geholt habe, die Kette. Nö, habe ich nicht. Brauche ich ja nicht. So, da steht er. Der Erdbinder. Boah, das ist fies, als Hexer geviert zu werden. Schluck deine eigene Medizin, ne? Haha, ich habe zurückgeviert. Hahaha, ich habe überlebt. Ich weiß nicht, der Hexer ist irgendwie wie so ein Staubsauger. Das ist ein sehr interessanter Vergleich. Erzähl mir mehr. Ich weiß nicht, du saugst und saugst und saugst. Und irgendwann Wird kippt der brennt. Erzfresser um. Zum Beispiel sowas. Ja, der Typ ist definitiv ein Staubsauger. Ja, Affli-Hexer schmeißt seine Dots drauf, lässt den Erzfresser dich die ganze Zeit rollen und dann macht er die ganze Zeit nur noch Blutsauger, Dots, 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 Blutsauger, 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 Dots, 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 Blutsauger, 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 Dots, Dots, Dots. Weicht immer schön dem Erzfresser auf, macht keine Kisten auf, Erzfresser rollt, rollt, rollt und irgendwann stirbt er nach 40 Minuten. Na gut, die Mechanik vom Erzfresser lässt es zu und auch die Sache mit seinem Berserker, wie der geregelt ist. Ja. Die Scheiße schon wieder, ey. Jeder für sich benutzen. Egal. Kommst du ja richtig ins Schwitzen, hey, bei der Hitze. Bei mir strahlt die Sonne. Nein, das ist der Wahnsinn. Ich habe zwar ein Südfenster, aber die Sonne steht so, steht nicht mehr flach genug, als dass sie durch mein Fenster durchkommt. Ja, bei mir scheint den ganzen Tag über eigentlich ins Zimmer. Und bei mir ist es auch immer extrem warm. Gib mir deine Seele. Was willst du mit der Seele dann machen? Keine Ahnung. Aufessen. Tja, nächste Frage. Wie schmeckt Seele? So, ich habe mein Das Gebüsch fertig. kann dir bestimmt Soul Eater beantworten. Ich habe ein Gebüsch. Jetzt kann ich es ihm bringen. Freidiokafter Schnitzel. Yay, Schnitzel.
Oh, das waren doch mal wieder 25% DP fürs Level, fürs Indie abschließen. Ja. Nett. Da läuft, da laufen die IP alle. Wie Staubsauger. Man kann alles mit Staubsaugern vergleichen. Dabei mag ich Staubsauger nicht. Die sind so laut. So, eine Quest, zwei Quest. Bringt mir ein Gebüsch-Quest. Und vier Quest. Was Bierquest? Vier. Level-Up-Quest. Macht erfüllte Schwadel oder mit Essenz erfüllt? Mit Macht erfüllt. Wie, du bist wieder Level Up? Jupp. Aber nur ganz, ganz knapp drüber, nur 3%. Oh, da fehlen mir noch 20%. Bist schon wieder so weit hinten dran, wegen der einen Quest. Der Klassiker. Du und der Klassiker. Es gibt, vergeht keine Aufnahme, wo du dieses Wort nicht mindestens einmal sagst. Ah, jetzt einmal das Knie angehauen. Ich glaube, wir sollten echt mal einen Counter einführen für bestimmte Worte. Der Klassiker-Counter. Ding! Mal schauen, vielleicht schafft man es ja mal ein bisschen die Zangarmarschen, damit die Leute von der Scherbenwelt nicht nur die Höllenfeuer-Halbinsel sehen. Sonst haben sie ja nur den Eindruck, die Scherbenwelt ist ein völlig verwüstetes rotes Land. Nun ja, verwüstet ist es. Ja, größtenteils. Bloß, dass es halt in Schiergrad übelst pervers aussieht, in Netersturm die arkanen Magien etwas außer Kontrolle geraten sind, in den verwüsteten Landen, Verwüstete ja, Lande sind Azeroth. verwüstete Lande, ja, gut, die sind auch verwüstet worden, gut. Höllenfeuer Halbinsel ist halt einfach übelst verschnoddert und verbrannt und tot und das, in Nagrand sind halt heftige Teile weggebrochen, ne? Ja, der ganze Hochfels fehlt. Die Zangarmarschen, das war vorher mal bloß ein See, wo Ja. sich dann extrem viele Schwammerl draus weitergebildet haben. Das ganze Gebiet hier war mal unter Wasser. Das stimmt. Gut, es ist zur Hälfte immer noch unter Wasser. Es ist halt ein Sumpf. Ja, genau. Und den Frostfeuergrad, den gibt's nicht mehr. Ja, Frostfeuergrad ist mehr oder weniger Schergrad. Na, eigentlich eher Gorgrund, oder? Ja, es ist ein bisschen verschwommen. Gorgrund ist so ein, zum Teil Schergrad und zum Teil Nethersturm. Ja, dann halt mal noch ein Schattenmundtal, das halt übelst vergiftet und verfault ist. Toll, Burning Crusade. Ja. Ein Addon in einer kaputten Welt. Wo hatten wir das nicht schon mal? Ach ja, Kataklysm. Aber da kommen wir ja auch noch hin. Hey, Ja. wir müssten gerade übelst lange warten. Ja, weil kein scheiß Heiler da ist. Immer die Heiler. So, was die Leute hier auf meinem Bildschirm jetzt mal sehen, da unten, das Ding da, das ist der Echsenkessel, da sind die Innis drin, in dem wir vorhin gerade drin waren. So, jetzt seid ihr alle wieder unnütz schlauer geworden. Interessiert ja heutzutage eh keinen mehr, wo die Innis sind. Kilian könnte Touristenführer in den Bus werden. Und zu unserer Rechten sehen Sie das Schloss, bla bla bla, mit seinen schönen Fenstern im Gotik-Stil mit. Und es interessiert sowieso keinen, was ich sage, weil ihr eh alle eingeschlafen seid. Genau, Weil genau das so so ist, wenn würde man ich im das Bus machen. sitzt.
Genau so würde ich das machen. Also halte ich jetzt die Klappe und lass euch schlafen. Ich werf mal einen kleinen Blick auf Nagrand. Hallo, Ladies und Gentlemen, willkommen auf dem Rundflug durch das zerstörte Trenor, bekannt als die Scherbenwelt. Wir befinden uns gerade im Landeanflug auf Nagrand. Bitte stellen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position und schnallen Sie sich an. Ich wäre ein toller Flugbegleiter geworden. Yep, an dir ist einer verloren gegangen. Aber nein, der feine Herr muss ja Optiker werden. Die großen Ebenen von Nagrand. Weißt du was Lustiges? Letztens kam eine Statistik raus. Der Augenoptiker ist auf Platz 19 der schlecht bezahltesten Berufe. Ja, sauber. Hab ich mir auch gedacht, oh Mann. Ich hätte doch Zoowärter werden sollen. Bären füttern. Oh yes. Ja, und wenn man sie nicht gut genug gefüttert hat, dann verliert man noch schnell den Finger. Nagrand ist die Zone, bei der man zwischen der normalen und zwischen der Scherbenwelt und Trenor-Version noch am wenigsten Unterschied merkt. Ja. Es ist ein Unterschied da, ein relativ eindeutiger, aber es ist von allen Unterschieden der kleinste. Ja, da fehlt halt einfach ein Eck. Ja, und ein paar. Ja. Und ein paar vereinzelte Sachen. Das wären da halt noch. Ja, halt landschaftlich so ein paar Felsformationen fehlen halt, ne? Jupp. Aber aus irgendeinem Material muss ja das Herz der bebenden Erde entstehen, ne? Also diese Steinelementare. Wenn man sich überlegt, wie der Thron der Elemente jetzt ausschaut und wie er vorher ausgeschaut hat. Und überall sind diese schwebenden Inseln. Oh, und Hala gehört gerade der Allianz. Sehr schön. 5% mehr Schaden. Toll. Hey, damals hat man sich drüber gefreut. Ja, jetzt ist halt ganz praktisch, wenn man halt gerade die Gebiet questet, aber ansonsten bringt das auch nicht mehr viel. Und du kannst dann in der Zwischenzeit deine Marken eintauschen. Ja, falls man welche aus den Garnisonsmissionen bekommen hat, weil woanders kriegt man die heutzutage eh kaum mehr her. Also man kann es auch auf die alte klassische Methode machen, aber über die Mission ist es wesentlich angenehmer, sich da seine 2 Mounts zu holen. Ich kann mich noch dran erinnern, wie ich mal da drin gebuddelt habe nach Archäologie-Teilen und dann hat mich so ein Wächter angegriffen, habe ich den gekillt, dann ist mein PvP angegangen. 2 Sekunden später war ich tot, weil mich 3 Leute von vor der Horde zerfetzt haben. Naja. Das war abartig. Und dann bin ich nochmal höher geflogen, geguckt, ob sie da sind. Auf einmal kam mir ein Hexer von denen entgegen. Mounted unterm Fliegen, also über mir ab und unterm Runterfliegen, deutet mich der so zu, dass ich schnell irgendwo notlanden musste und Handauflegung ziehen musste, sonst wäre ich nochmal gestorben. Tja. Unten hat er dann seinen Seelenstein genutzt, um sich wieder zu beleben. Naja, wäre fieser gewesen, wenn es ein Demo-Hexer gewesen wäre. Der hätte den Sturz überlebt. Ja, der hätte jetzt seinen dämonischen Sprung genutzt, ne? Jupp.